Hallo, heute geht es um das wohl berühmteste Klavierstück der Welt. Sie zermartern sich den Kopf. Geht es um... Oder um... Nein, heute geht es um... Ja, es geht um Ludwig van Beethovens für Elise. Wer war Elise? Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Name gar nicht stimmt, denn Beethoven hatte eine furchtbar unleserliche Schrift. Als mögliche Angebetete kommt er eine Therese in Frage, aber wollen wir nicht so kleinig sein, viele Jahre danach. Wann entstand das Stück? Als Entstehungsdatum wird 1810 angegeben, wobei wir müssen ehrlich sein, Beethoven hat dieses Werk selber nie veröffentlicht. Wie kann das sein, fragen sich Tausende von Klavierschülerinnen und Schülern und Liebhabern. Tja, erst 1867, 40 Jahre nach Beethovens Tod, wurde das Stück entdeckt und veröffentlicht. Tja, im Nachlass. Das war nicht so ordentlich wie bei Ihnen zu Hause. Kommen wir zur Stückanalyse. Die Komposition für Elise besteht aus dem A-Teil, dem B-Teil und dem C-Teil. Sie fragen sich, B-Teil, C-Teil habe ich noch nie gehört? Ha, brauche auch keine Sau, weil alle wollen nur das hören. Und ehrlich, wenn Sie die ersten vier Takte, ich zähle sie Ihnen kurz vor, 1, 2. Takt, 3. Takt, 4. Takt, wenn Sie diese 4 Takte geübt haben, können Sie die leicht abgewandelt 14 Mal in diesem Stück präsentieren. Deswegen ist es so ein großer Erfolg. 14 Mal wiederholt, das gleiche Ding. Sie müssen nie üben. C-Teil braucht keine Sau, ich spiele Ihnen mal kurz was vor davon. Kennen Sie gar nicht, brauchen Sie nicht. Sie brauchen... Deswegen üben Sie diese 4 Takte, falls Sie noch kein Klavierspieler sind. Und können behaupten, Sie spielen für Elise. Weil alle Leute sagen, das ist Elise, wenn Sie diesen A-Teil können. Viel Spaß beim Spielen.